Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor, Folge 15, was bisher geschah. Hydaspes, der äthiopische König, hat die Perser in einer großen Schlacht besiegt. Nachdem er sich äußerst großmütig erwiesen hat gegenüber den Besiegten, will er heimkehren. In seinem Gefolge befinden sich Chariklia und Theagenes, die Hydaspes den Göttern als Dankesopfer bringen will, für den Sieg, den er errungen hat. Noch hat ihn Chariklia nicht offenbart, dass sie seine leibliche Tochter ist. Hydaspes schickte die Hauptmasse seines Heeres voraus und brach dann selbst nach Äthiopien auf, wobei er eine große Strecke Weges von dem Jubel aller Syener und Perser begleitet wurde. Anfangs zog er am Nil entlang und hielt sich immer in der Nähe des Flusses, als er aber die Katarakte erreicht und den Nilgott und den Grenzgöttern Opfer gebracht hatte, änderte er die Marschrichtung und nahm seinen Weg durch das Landesinnere. In Philae angekommen, gönnte er dem Heer 2 Ruhetage. Darauf schickte er die Hauptmasse wieder voraus und gab auch die Gefangenen mit. Er selbst blieb zurück, ließ die Mauern befestigen, legte eine Besatzung in die Stadt und setzte erst dann seinen Weg fort. 2 Berittene, die unterwegs in Städten und Dörfern die Pferde wechseln mussten, um so rasch wie möglich ihren Auftrag auszuführen, schickte er als Eilboten voraus nach Meroe, die Siegesnachricht zu verkünden. An die Weisen, die sogenannten Gymnosophisten, Mitglieder des Stadtrates und nächste Berater des Königs, richtete er folgendes Schreiben: An den großwürdigen großen Rat des Königs Hydaspes. Ich melde euch den Sieg über die Perser. Nicht um mich des Erfolges zu rühmen, denn ich will mir das rasch wechselnde Glück geneigter halten, sondern um eurer weisen Voraussicht, die sich wie stets auch diesmal bewährt hat, mit diesem Schreiben schon im Voraus meine Achtung zu erweisen. Ich bitte und ersuche euch, an den gewohnten Ort zu kommen, um durch eure Anwesenheit den Dankopfern zur Feier des Sieges in den Augen des Volkes größeren Glanz zu verleihen. Seiner Gemahlin Persinna sandte er folgenden Brief: Ich lasse dich wissen, dass wir gesiegt haben und, was dir noch wichtiger sein wird, dass ich wohlauf bin. Triff also Vorbereitungen für ein glänzendes Dankfest, für die Umzüge und die Opferfeier, richte Einladungen an die Weisen, entsprechend meinem Schreiben an sie, und begib dich auf die unseren heimischen Göttern, dem Helios, der Selene und dem Dionysos geweihte Ebene vor der Stadt. Als Persinna diesen Brief erhielt, sagte sie: Dies alles so bedeutet der Traum, den ich in der letzten Nacht hatte. Ich glaubte, schwanger zu sein und unmittelbar darauf niederzukommen. Das Kind war eine bereits ganz erwachsene Tochter. Offenbar hat mir der Traum durch die Wehen, die Kriegsaufregungen und durch die Tochter den Sieg angedeutet. Geht nun und erfüllt die Stadt mit der Freudenbotschaft. Die Eilboten führten den erhaltenen Auftrag aus, das Haupt mit Lotusblumen vom Nil bekränzt und die Palmzweige in den Händen, ritten sie durch die Hauptstraßen der Stadt und verbreiteten schon durch ihren Anblick die Siegesnachricht. Im Augenblick war ganz Meroe im Freudentaumel. Tag und Nacht veranstaltete man in den Familien, in den Stadtvierteln und Bruderschaften Tanz- und Opferfeiern für die Götter und schmückte die Kultstätten. Dabei galt der Jubel nicht so sehr dem errungenen Sieg, als der Freude über die glückliche Erhaltung des Hydaspes, der wegen seiner Gerechtigkeit, Güte und Milde gegen seine Untertanen vom Volk wie ein Vater geliebt wurde. Persinna ließ Herden von Rindern, Pferden und Schafen sowie Gezellen,
Greifen und andere Tiere nach der Kultstätte hinausbringen, damit von jeder Gattung eine Hekatombe, teils für die Opferhandlung, teils für die Volksspeisung, verwendet werden konnte. Schließlich begab sie sich zu den Gymnosophisten, die im Pan-Tempel ihre Wohnung hatten, und übergab ihnen das Schreiben des Hydaspes mit der Bitte, dem Wunsch des Königs zu entsprechen und auch ihr zuliebe dem Fest durch ihr Erscheinen Glanz zu verleihen. Sie baten sie, etwas zu warten, und zogen sich in das Tempelinnere zurück, um gewohnheitsgemäß im Gebet von den Göttern zu erfahren, was sie tun sollten. Nach einer kleinen Weile kehrten sie zurück. Unter allgemeinem Schweigen ergriff der Oberste des großen Rates, Sisymmetris, das Wort. »Wir werden kommen, Persinna«, sprach er, »denn die Götter gestatten es. Doch zeig die Gottheit an, es werde bei der Opferung Aufregung und Unruhe geben. Schließlich werde sich aber alles zum Guten wenden. Es ist, als wäre ein Teil eures Körpers oder ein Stück des Reiches verloren gegangen, und das Schicksal bringe es nun wieder.« »Alles, und wäre es noch so schrecklich«, erwiderte Persinna, »wird sich dank eurer Gegenwart zum Guten wenden. Sobald ich das Nahen des Königs erfahre, werde ich euch benachrichtigen.« »Es bedarf keiner Benachrichtigung«, entgegnete Sisymmetris. »Er wird morgen früh eintreffen. Ein Brief wird dich in Kürze davon unterrichten.« So geschah es tatsächlich. Noch war Persinna auf dem Heimwege und näherte sich dem königlichen Palast, als ein berittener Bote ihr ein Schreiben des Königs überbrachte, dass er seine Ankunft für den folgenden Tag anzeigte. Gleich darauf verkündeten Herolde den Inhalt des Briefes mit der Mitteilung, die Teilnahme am Empfang sei nur der männlichen Bevölkerung, nicht der weiblichen, gestattet. Denn da das Opferfest den reinsten und glänzendsten Gottheiten Helios und Selene gewidmet sei, so sei eine Beteiligung von Frauen unstatthaft, um eine unbeabsichtigte Befleckung der Opfertiere zu vermeiden. Nur einer Frau war die Teilnahme erlaubt, der Priesterin der Selene. Das war Persinna, da nach Gesetz und Überlieferung König und Königin im Dienste des Helios und der Selene stehen. Auch Chariklia sollte bei der Veranstaltung zugegen sein, freilich nicht als Zuschauerin, sondern um Selene geopfert zu werden. Die Stadt bemächtigte sich einer nicht mehr zurückhaltenden Erregung. Ohne den festgesetzten Tag abzuwarten, setzte man schon von den Abendstunden an über den Fluss Astaboros, zum Teil über die Brücke, andere auf Booten, aus Rohr, die in großer Zahl an vielen Stellen des Ufers lagen, und den von der Brücke entfernter Wohnenden ein kürzeres und schnelleres Übersetzen ermöglichten. Das geschieht dank der Leichtigkeit des Baumaterials und der geringen Belastung sehr rasch, da die Boote nicht mehr als je 2 bis 3 Mann tragen. Man spaltet den Stamm eines Bambusrohres in 2 Hälften, von denen jede ein Fahrzeug bildet. Meroe, die äthiopische Hauptstadt, liegt auf einer Insel, auf einem Inseldreieck, das von 3 schiffbaren Strömen, dem Nil, dem Astaboras und dem Sasobas, umflossen wird. Der Nil trifft auf die Spitze des Dreiecks und spaltet sich nach beiden Seiten. Die anderen beiden Flüsse fließen an den Längsseiten vorüber, um sich dann im Nil zu vereinigen und ihr Wasser und ihren Namen an ihn abzugeben. Die Insel ist von außerordentlicher Größe und besitzt Festlandcharakter. Ihre Länge beträgt 3000, ihre Breite 1000 Stadien. Große Tiere leben darauf, unter anderem Elefanten, und Bäume gedeihen hier, wie man sie anderwärts nicht kennt. Abgesehen davon, dass die Palmen eine ungewöhnliche Höhe erreichen und sehr große, süße Datteln tragen, erreichen Weizen und Gerste eine Höhe, dass ein Mann zu Pferde, stellenweise selbst ein Kamelreiter, sich darin verstecken könnte. Die Ernte ergibt das 300-fache der Aussaat.
Von dem Wuchs des Bambusrohrs wurde schon berichtet. Die ganze Nacht hindurch setzte man also, die einen hier, andere dort über den Fluss, zog Hydaspes entgegen und begrüßte ihn jubelnd wie einen Gott. Das geschah weit draußen vor der Stadt. Ein Stück vor dem heiligen Feld begrüßten ihn die Weisheitslehrer mit Händeschütteln und Umarmungen, später Persinna in der Vorhalle des Tempels. Nachdem sie hier niedergefallen waren und den Göttern für Sieg und Rettung im Gebet gedankt hatten, traten sie aus dem Vorraum und begaben sich an die öffentliche Opferhandlung. Sie nahmen in dem Zelte Platz, das auf freiem Felde aufgestellt war. Es war aus frisch geschnittenen Rohrbündeln errichtet, die wie Säulen an den vier Ecken den ganzen Bau trugen und oben herumgeführt eines mit dem anderen Rundbogen bildeten, auf denen das aus Palmzweigen geflochtene Dach ruhte. In einem anderen Zelt in der Nähe standen auf je einem Sockel die Statuen der heimischen Götter und Heroen des Memnon, des Perseus und der Andromeda, in welchen die äthiopischen Könige ihre Ahnen sehen. Darunter, gleichsam zu Füßen der Götter, saßen auf einer niedrigeren Balustrade die Gymnosophisten. Vor ihnen bildete eine Abteilung schwer bewaffneter Krieger mit dicht aneinandergereihten, erhobenen Schilden einen Kreis, um das Volk zurückzuhalten und den Raum in der Mitte für die Opfertiere freizumachen. Nachdem Hydaspes kurz zum Volk gesprochen und ihm den Sieg und die zum allgemeinen Wohl errungenen Erfolge verkündet hatte, befahl er den Priestern, mit dem Opfer zu beginnen. Es waren im Ganzen drei Altäre errichtet, zwei zusammenhängende für Helios und Selene, ein dritter etwas abgesondert für Dionysos. Auf diesem schlachtete man Tiere jeder Gattung, um ihn durch jede Art von Opfer zu versöhnen. Vermutlich, weil es ein allgemein verehrter Gott ist, der allen Wohl will. An den beiden Altären brachte man dem Helios ein Viergespann von weißen Pferden dar, um dem schnellsten der Götter das schnellste Tier zu opfern. Der Selene weihte man zwei Stiere, also der erdnahen Göttin, das der Feldbestellung dienende Tier. Während man damit noch beschäftigt war, erhob sich mit einem Male ein verworrenes, dumpfes Geschrei, wie es eine große Menschenansammlung zu erregen pflegt. Von den Nächststehenden wurde der Ruf laut: Der althergebrachte Brauch muss gewahrt werden. Man soll nunmehr dem Volk das vorschriftsmäßige Opfer bringen. Die Erstlinge der Kriegsbeute müssen den Göttern dargebracht werden. Hydaspes begriff, dass sie das Menschenopfer forderten, das nur nach Siegen über fremde Völker aus den Reihen der Gefangenen genommen zu werden pflegte. Durch eine Handbewegung beruhigte er das Volk und bedeutete zugleich durch ein Zeichen, dass die Forderung erfüllt werden würde. Dann befahl er, die längst bereitgehaltenen Gefangenen vorzuführen. Man brachte sie ungefesselt und begrenzt, unter ihnen Theagenes und Chariklia. Alle machten natürlich einen niedergeschlagenen Eindruck, am wenigsten noch Theagenes. Nur Chariklia sah mit heiterem Lächeln unverwandt und fest auf Persinna und rührte durch ihren Anblick das Herz der Königin. »Mein Gatte«, wandte sie sich mit einem tiefen Seufzer an Hydaspes, »was für ein Mädchen hast du da zum Opfer bestimmt? Ich kann mich nicht entsinnen, je so viel Schönheit gesehen zu haben. Wie edel ist ihr Blick, wie stolz trägt sie ihr Schicksal, wie bedauernswert ist sie in der Blüte ihrer Jugend. Lebte meine einzige Tochter noch, die wir leider verloren haben, so müsste sie etwa im gleichen Alter sein. Wenn es dir doch möglich wäre, lieber Mann, das junge Mädchen zu retten, es wäre mir ein großer Trost, solch ein Mädchen zur Dienerin zu haben. Vielleicht ist das arme Geschöpf eine Griechin,
Sie sieht jedenfalls nicht wie eine Ägypterin aus. Sie ist auch eine Griechin, erwiderte Hydaspes, und wird gleich erzählen, wer ihre Eltern sind. Freilich, sie uns zu zeigen, wird sie nicht in der Lage sein, wie sie in Aussicht gestellt hat. Sie vor der Opferung zu retten, ist ausgeschlossen, so sehr ich es wünschte. Denn ich selbst bin bewegt und ich weiß nicht warum, empfinde so etwas wie Mitleid für sie. Du weißt ja, das Gesetz schreibt vor, dem Helios ein männliches, der Selene ein weibliches Menschenopfer zu bringen. Weil sie mir als erste Gefangene vorgeführt wurden und daraufhin zum Opfer bestimmt sind, wird das Volk keine Ausnahme dulden. Das Einzige, was sie retten könnte, wäre, es stellte sich beim Steigen des Opferherdes heraus, dass sie keine reine Jungfrau mehr ist. Die Vorschrift verlangt ja, dass das Opfer, das der Göttin gebracht wird, genauso wie das für den Gott bestimmte, rein ist. Bei dem Opfer für Dionysos spielt es keine Rolle. Sollte andererseits die Feuerprobe ergeben, dass sie jemals mit einem Mann verkehrt hat, so musst du bedenken, dass es nicht schicklich wäre, eine solche Person in dein Haus zu nehmen. Ach, rief Persinna aus, möge sie die Probe nicht bestehen und ihr Leben gerettet werden. Gefangenschaft, Krieg und weit von der Heimat verschlagen zu werden, das alles macht einen Fehltritt schon verzeihlich, besonders noch bei diesem Mädchen, dessen Schönheit zu einer Gewalttat, falls ihr etwas derartiges geschehen sein sollte, geradezu herausfordert. Während sie so sprach und Tränen vergoss, die sie der Umgebung zu verbergen suchte, gab Hydaspes den Befehl, den Herd herbeizuschaffen. Die Tempeldiener wählten sofort aus der Menge einige Knaben aus, nur solche dürfen den Herd berühren, ließen ihn aus dem Tempel mitten auf den freien Platz tragen und forderten die Gefangenen auf, ihn zu besteigen. Da war keiner, der sich beim Darauftreten nicht die Fußsohlen verbrannt hätte. Einige hielten nicht einmal die erste leichte Berührung aus. Der Herdrost besteht aus goldenen Stäben und hat die Wirkung, jeden Unreinen oder auch Meineidigen zu versengen. Die aber, die frei sind von Schuld, können sich darauf stellen, ohne dass ihnen irgendetwas geschieht. Sie wurden also dem Dionysos und anderen Göttern zugeteilt, außer zwei oder drei junge Mädchen, die sich beim Besteigen des Herdes als noch jungfräulich erwiesen hatten. Als auch Diagenes unberührt befunden wurde, erregte seine schöne Erscheinung ebenso allgemeine Bewunderung wie die Tatsache, dass ein Mann in der Vollkraft der Jugend sich bisher des Liebesgenusses enthalten hatte. So wurden die Vorbereitungen getroffen, um ihn dem Helios zu opfern. »Das ist ja herrlich, wie bei den Äthiopiern die Tugend belohnt wird«, sagt er leise zu Chariklia. »Der Opferaltar, das ist hier der Kampfpreis für die Keuschheit.« »Doch weshalb gibst du dich nicht zu erkennen, Liebste? Wie lange willst du noch warten? Etwa bis dir der Hals abgeschnitten wird? So sprich doch und sage ihnen, wer du bist. Vielleicht wirst du auch mich retten, wenn man weiß, wer du bist und wenn du für mich bittest. Aber du wenigstens wirst sicher der Todesgefahr entgehen. Wenn ich das erlebe, will ich gerne sterben.« »Nun ist es soweit«, rief Chariklia. »Unser Schicksal entscheidet sich.« Ohne die Aufforderung des Opferdieners abzuwarten, nahm sie aus der Tasche, die sie bei sich trug, das delphische Priesterinnengewand, das mit Gold durchwirkt und mit Purpurstreifen besetzt war, und legte es um. Sie löste ihr Haar, und wie von göttlicher Eingebung getrieben, sprang sie auf den Herd und stand eine Weile auf ihm, ohne dass ihr irgendetwas geschah. Ihre Schönheit trat noch blendender in Erscheinung, da sie auf dem erhöhten Platz allen sichtbar war und in ihrem Gewand eher einer Göttin als einer Sterblichen glich.
Das Staunen, das alle ergriff, löste sich schließlich in einen einzigen, undeutlichen und verworrenen Ausruf der Bewunderung, die namentlich dem Umstand galt, dass ein so überirdisch schönes Mädchen mit allem jugendlichen Liebreiz seine Reinheit bewahrt hatte und dass es dieser Reinheit mehr noch als seiner Jugend die Schönheit verdankte. Vielen tat es leid, dass sie ihre Eignung für das Opfer bewiesen hatte. Trotz ihrer abergläubischen Furcht hätten sie es gern gesehen, wenn sie auf irgendeine Weise gerettet worden wäre. Den größten Schmerz aber empfand Persinna. »Welch ein Jammer«, rief sie zu Hydaspes gewandt, »dass das junge Mädchen zur Unzeit und zu ihrem eigenen Verderben sich der Unschuld rühmen darf und als Lohn den Tod empfängt. Was kann man nur tun, lieber Gatte?« »Deine Bitten«, erwiderte Hydaspes, »und dein Mitleid sind umsonst. Ich kann nicht helfen. Ja, gerade ihre ungewöhnlichen Vorzüge machen es ersichtlich, dass sie von jeden Göttern bestimmt war.« Er wandte sich an die Gymnosophisten. »Nun, weise Männer«, sagte er, »warum beginnt ihr nicht mit dem Opfer, wo alles bereit ist?« »Sei still«, erwiderte Sisymmetris in griechischer Sprache, damit das Volk seine Worte nicht verstand. »Unsere Augen und Ohren sind bisher schon hinreichend beleidigt worden. Wir werden uns jetzt in den Tempel zurückziehen. Denn dieses frevelhafte Menschenopfer können wir weder selbst gutheißen, noch glauben wir, dass es der Gottheit genehm ist. Man sollte die Opferung auch anderer Lebewesen unterbinden.« »Unserer Meinung nach genügen Gebete und Weihrauchspenden den Göttern vollkommen. Bleib hier. Ein König ist bisweilen genötigt, wieder seine bessere Einsicht den Wünschen der Masse nachzugeben, und vollziehe diesen keineswegs geheiligten, aber durch alte äthiopische Überlieferung unumgänglichen Opferakt. Du wirst danach eine Entsühnung nötig haben, vielleicht auch nicht. Denn nach meiner Ansicht wird diese Opferhandlung nicht zur Ausführung kommen. Ich schließe dies auch aus anderen Anzeichen, die uns die Gottheit gibt, ganz besonders aber aus dem Lichte, das die beiden Fremden umstrahlt und erkennen lässt, dass irgendein höheres Wesen für sie eintritt.« Er erhob sich mit den übrigen Mitgliedern des Rates und war im Begriff, sich zu entfernen, als Chariklia vom Herde herabsprang, auf Sisymmetris zustürzte und sich ihm zu Füßen warf. Die Diener suchten, sie zurückzuhalten, in der Annahme, sie wolle um Rettung vor dem Tode bitten. »Weise Männer«, rief sie, »wartet einen Augenblick. Ich habe mit dem Herrscherpaar einen Rechtsfall zu bereinigen und höre, dass ihr allein diesen entscheiden könnt. Richtet also in einer Sache, bei der es für mich um das Leben geht. Ihr werdet erkennen, dass es weder notwendig noch gerecht ist, mich den Göttern zu opfern.« Die Weisen hörten sie freundlich an. »König«, sagten sie, »du hast den von der Fremden gestellten Antrag gehört.« Hydaspes brach in ein Lachen aus. »Was kann es zwischen ihr und mir für einen Rechtshandel geben? Aus welchem Vorwand oder gar aus welchen Rechten soll er sich ergeben?« »Das werden ihre Ausführungen zeigen«, erwiderte Sisymmetris. »Es wird wohl eher auf eine Majestätsbeleidigung als auf eine Rechtsentscheidung herauskommen«, meinte Hydaspes, »wenn ich als König mich mit einer Gefangenen auseinandersetze.« »Das Recht kennt keinen Standesunterschied«, entgegnete Sisymmetris. »Vor Gericht ist nur der König, der durch die besseren Gründe siegt.« »Aber nur Einheimischen, nicht Ausländern, sind nach dem Gesetz Rechtshändel mit dem Königshause gestattet. Für rechtlich denkende Menschen gilt in Fragen des Rechtes nicht das Ansehen der Person«, sagte Sisymmetris, »sondern die Stärke der Sache.« »Es ist klar«, meinte der König, »dass sie nichts von Belang vorbringen wird, sondern, wie gewöhnlich Leute in verzweifelter Lage, erfundenes Geschwätz, um Zeit zu gewinnen. Aber dass Sisymmetris es wünscht, mag sie reden.«
Chariklia war an sich schon zuversichtlich in der Erwartung, dass sich nun ihr Schicksal klären werde. Sie wurde noch froher, als sie den Namen des Sisymmetres hörte, denn er war es gewesen, der sie gleich nach ihrer Aussetzung zu sich genommen und vor 10 Jahren dem Chariklis anvertraut hatte, als er als Gesandter in der Angelegenheiten der Smaragdminen nach Katatupi zu Orondates geschickt worden war. Damals war er noch einer aus der großen Zahl der Gymnosophisten gewesen. Jetzt war er ihr Oberhaupt. An sein Aussehen vermochte sie sich natürlich nicht mehr zu erinnern, da sie als kleines Mädchen von 7 Jahren von ihm weggekommen war. Wohl aber erkannte sie ihn am Namen wieder, und ihre Freude war umso größer, da sie zuversichtlich hoffte, er werde sich ihrer annehmen und zu ihrer Erkennung beitragen. Sie erhob die Hände zum Himmel und rief mit lauter Stimme: »Helios, du Ältester meiner Ahnen und ihr anderen Götter und Heroen, ihr Stammväter unseres Geschlechts, euch rufe ich zu Zeugen, dass ich keine Unwahrheit sage. Steht mir auch bei in dem Verfahren, das jetzt hier durchgeführt wird. Das Recht ist auf meiner Seite, wie gleich dieser erste Punkt ergeben wird. Befiehlt das Gesetz, o König, Ausländer oder Einheimische zu opfern?« Als sie das bis erwiderte: »Ausländer«, sagte sie, »dann musst du dir andere für das Opfer aussuchen, denn du wirst finden, dass ich zu euch gehöre und eine Einheimische bin.« Hydaspes war erstaunt und erklärte, sie lüge. »Das, worüber du dich jetzt wunderst, ist noch das Wenigste«, fuhr sie fort. »Das Folgende ist bedeutsamer. Ich bin nicht nur eine Einheimische, sondern sogar die nächste Angehörige der königlichen Familie.« Als Hydaspes auch diese Erklärung als leeres Gerede abtat, sagte sie: »Wie lange noch, lieber Vater, willst du deine Tochter so behandeln?« Diese Äußerung nahm der König nicht mit bloßer Verachtung auf, sie erregte seinen offenen Unwillen, da er sie als frecher Hohn empfand. »Da seht ihr es, Sisymmetres und die anderen«, rief er, »wohin die Nachsicht führt. Ist das Mädchen nicht geradezu verrückt, dass sie versucht, durch derartig unverschämte Lügen dem Tod zu entgehen? Da spielt sie sich wie in einer Theaterszene, wo auf der Höhe der Verwicklung die wunderbare Wendung eintritt, als meine Tochter auf. Dabei hatte ich, wie ihr wisst, nie das Glück, Kinder zu haben, außer einem einzigen Mal, wo mir eine Tochter geboren und gleich wieder durch den Tod genommen wurde. Führt sie weg. Sie soll die Opferhandlung nicht länger verzögern.« »Niemand wird mich wegbringen«, rief Chariklia, »bis es die Richter gebieten. Du hast jetzt ein Urteil abzuwarten und nicht zu fällen. Vielleicht erlaubt dir mein König, das Gesetz, Fremde zu töten, aber dein Kind zu töten, gestattet dir mein Vater weder ein Gesetz noch die Natur. Denn heute noch werden dich die Götter als meinen Vater ausweisen, magst du es auch leugnen. Jedes gerichtliche Verfahren kennt vor allem 2 Arten von Beweisführung, den schriftlichen Beweis und die Zeugenaussage. Beide werde ich dafür beibringen, dass ich deine Tochter bin. Als Zeugen benenne ich nicht irgendeinen beliebigen, sondern den Richter selbst. Und einen stärkeren Beweis für meine Behauptung kann ich wohl kaum erbringen als die Tatsache, dass der Richter mich kennt. Als schriftliches Beweisstück lege ich diese Darlegung meines und eures Schicksals vor.« Mit diesen Worten brachte sie die mit ihr ausgesetzte Stirnbinde, die sie bei sich trug, zum Vorschein, rollte sie auf und überreichte sie Persinna. Als diese das Tuch sah, war sie wie erstarrt und brachte kein Wort über die Lippen. Lange Zeit blickte sie bald auf die Schriftzeichen, bald auf das Mädchen. Sie begann zu zittern und zu beben, Schweiß brach ihr aus, Freude ergriff sie über das Wiedersehen, jähe Angst vor dem Misstrauen und Argwohn des Hydaspes, ja vielleicht vor seinem Zorn und seiner Rache. Hydaspes, der ihre Bestürzung und leidenschaftliche Bewegung bemerkte, fragte: »Was hast du, liebe Frau? Weshalb regt dich diese Schrift so auf?«
Mein König, rief sie, mein Herr und Gebieter, ich vermag dir nicht zu antworten, nimm und lies. Dieses Band wird dir alles sagen. Damit reichte sie es ihm stumm und mit niedergeschlagenen Augen. Hydaspes nahm die Binde und ließ die Gymnosophisten herantreten, damit sie mit ihm zusammen lesen könnten. Dann durchflog er das Schriftstück mit wachsendem Staunen. Gleichzeitig verriet Sisymmetris durch sein Mienenspiel seine Überraschung und den Sturm seiner Gedanken, wobei er unablässig bald das Stirnband, bald Chariklia anstarrte. Schließlich hatte Hydaspes die Geschichte der Kindaussetzung und ihren Anlass begriffen. Dass mir einst eine Tochter geboren wurde, wusste ich ja, sprach er. Man sagte mir, sie sei gestorben, wie Persinna selbst behauptete. Nun erfahre ich, sie sei ausgesetzt worden. Wer hat sie dann aufgenommen? Wer sie gerettet und erzogen? Wer hat sie nach Ägypten gebracht, wo sie auch gefangen genommen wurde? Was beweist, dass dieses Mädchen hier das gleiche ist, dass das ausgesetzte Kind nicht ums Leben kam, dass nicht irgendwer sich die Erkennungszeichen aneignete und mit dem Fund Missbrauch treibt, dass uns nicht ein Dämon narrt und in der angenommenen Gestalt dieses Mädchens mit unserer Sehnsucht nach einem Kinde sein Spiel treibt, um eine untergeschobene Person als Erbin an uns anhängt und uns mit dieser Binde die Wahrheit verhüllt und auch verdunkelt. Auf die ersten Fragen kann ich Aufklärung geben, erwiderte Sisymmetris. Denn der, welcher das ausgesetzte Kind an sich genommen, heimlich aufgezogen und nach Ägypten geschickt hat, als du mich als Gesandten dorthin schicktest, bin ich selbst. Dass einem Mann meines Standes verboten ist, die Unwahrheit zu sagen, weißt du, auch die Stirnbinde erkenne ich wieder. Wie du siehst, ist sie mit königlich-äthiopischen Schriftzeichen bestickt. Das schließt jeden Zweifel aus, sie könne etwa anderswo beschriftet sein. Dass die Schriftzeichen von Persinnas eigener Hand stammen, wirst du selbst am besten erkennen. Man hatte aber noch weitere Erkennungszeichen ausgesetzt. Diese habe ich dem Manne gegeben, der das Kind von mir angenommen hat. Es war ein Grieche, allem Anschein nach ein Mann von tadellosem Charakter. Sie sind gleichfalls gerettet, rief Chariklia und brachte die Schmuckstücke zum Vorschein. Bei ihrem Anblick konnte sich Persinna vor innerer Bewegung kaum fassen. Als sie das bis sie fragte, was damit sei und ob sie nähere Aufschlüsse geben könne, antwortete sie nur, sie erkenne die Juwelen, halte es aber für angebracht, sie zu Hause einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Hydaspes kamen offensichtlich erneut Bedenken. Chariklia wandte sich an ihn. »Dieses Erkennungszeichen mögen meiner Mutter gehören«, sagte sie, »doch der Ring hier ist dein Eigentum.« Damit zeigte sie ihm den Pantherring. Hydaspes erkannte ihn sofort, hatte ihn doch Persinna zur Verlobung geschenkt. »Der gehört mir schon, liebes Kind«, sprach er, »dass aber du mir gehörst, weil du ihn besitzest und dass du nicht auf andere Weise zu dem Ring gekommen bist, steht für mich noch keinesfalls fest. Von allem anderen abgesehen ist deine helle Hautfarbe alles andere als äthiopisch.« »Weißhäutig war auch das Kind«, warf Sisymmetris ein, »das ich seinerzeit an mich nahm. Übrigens stimmt auch die Zeit. Das junge Mädchen mag jetzt 17 Jahre alt sein. So viele Jahre etwa sind auch seit der Kindesaussetzung vergangen. Auch ist mir der Ausdruck ihrer Augen noch gegenwärtig. Ich entsinne mich ihrer Züge und der ungewöhnlichen Schönheit. Die heutige Erscheinung des Mädchens stimmt mit all dem überein.« »Das ist recht schön, Sisymmetris«, entgegnete Hydaspes, »obschon du mehr wie ein Anwalt sprichst, denn als Richter. Doch gib Acht, zum Teil hast du jetzt das Dunkel aufgeklärt, damit aber einen anderen furchtbaren Verdacht erregt, den zu zerstreuen, meiner Gattin wohl nicht leicht fallen wird. Wir sind beide Äthiopier. Wie ist es denkbar, dass wir entgegen jeder Wahrscheinlichkeit miteinander ein weißes Kind gezeugt haben sollen?« Sisymmetris blickte ihn etwas von der Seite an und sagte mit einem ironischen Lächeln,
Ich weiß nicht, was dich so aufbringt, dass du mir, ganz gegen deine Art, meine gegenwärtige Anwaltsrolle zum Vorwurf machst, deren ich mich durchaus nicht zu schämen habe. Ich erkenne den echten Richter daran, dass er sich zum Anwalt der Gerechtigkeit macht. Bin ich übrigens nicht mehr dein Anwalt als der des Mädchens? Mit der Hilfe der Götter erbringe ich dir den Beweis, dass du der Vater bist und deine Tochter, die ich euch schon in den Windeln gerettet habe, überlasse ich jetzt, da sie groß ist, nicht einfach ihrem Schicksal. Doch denke über das, was du willst. Wir können darauf keine Rücksicht nehmen, denn wir führen unser Leben nicht anderen zu gefallen. Unser einziger Ehrgeiz ist das Gute an sich. Uns selbst so weit zu bringen, genügt uns. Deine Zweifel wegen der Hautfarbe finden ihre Erklärung durch die Stirnbinde mit Persinas Bekenntnis. Während du sie umarmtest, sah sie das Bild der Andromeda. Deren Züge prägen sich ihr ein und sie übertrug sie auf das Kind, das sie empfangen hatte. Wenn du dich noch weiter überzeugen willst, das Bild hier ist dir in der Nähe. Sieh dir Andromeda an. Du wirst keinen Unterschied zwischen ihr und diesem Mädchen feststellen können. Einige Beauftragte gingen und holten das Gemälde herbei. Als sie es neben Chariclia stellten, entstand eine allgemeine Bewegung. Beifall wurde laut und einer machte den anderen, soweit man die Auseinandersetzungen einigermaßen begriffen hatte, in heller Begeisterung und zugleich Verblüffung auf die vollkommene Ähnlichkeit aufmerksam. Unter diesen Umständen konnte auch Hydaspes seinen Zweifel nicht mehr aufrecht erhalten. Lange Zeit stand er in beglücktem Staunen da. »Eines bleibt nur noch festzustellen«, sagte Sisymmetris, »denn es geht hier um die Königswürde und die Berechtigung des Erbanspruchs und was noch wesentlicher ist um die Wahrheit selbst. Entblöße deinen Arm, mein Kind.« Er war über dem Ellenbogen mit einem schwarzen Mal gezeichnet. »Es ist nichts Unschickliches dabei, wenn du es zum Beweise deiner Abstammung zeigst.« Chariclia entblößte ohne weiteres den linken Arm und ließ einen schwarzen Fleck sehen, der wie Ebenholz von Elfenbein umgeben war. Da konnte Persina nicht mehr an sich halten. Sie sprang auf, lief auf Chariclia zu und schloss sie in ihre Arme. An ihrem Halse hängend brach sie vor übergroßer Freude in lautes Schluchzen aus, das sich fast wie ein Ausbruch von Schmerz anhörte. Weckt doch ein Übermaß von Glück häufig genug auch Tränen und Klagen.